was hat ein dänischer Nazi mit der Geschichte des Yoga zu tun? Wir hoffen natürlich nichts, aber wir müssen nachfragen. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Schriftsteller, Forscher und Yogi Dr. Karl von Siemens darüber, wo das Yoga, das wir heute üben, eigentlich herkommt, wie alt es tatsächlich ist und ob es viel weniger eine uralte indische Tradition ist, als wir denken. Hallo Karl! Hallo Christine, grüß dich. Heute schon geübt und wenn, was? Ja, ich war heute schon fleißig und zwar, ich übe seit langer Zeit Ashtanga-Yoga und oh Wunder, ich habe in den letzten Wochen mit der zweiten Serie angefangen, wo ich unglaublich stolz bin, weil ich meine, ich bin da jetzt auch nicht mehr 25 und so war ich heute Morgen, stand ich um 7 Uhr in meinem Yoga-Studio auf der Matte und habe Half Primary gemacht und danach eben die ersten 6 Asanas von der zweiten Serie. Oh, Wahnsinn, Mysore-Style, macht ihr das da? Ja, okay. Absolut. Toll. Mysore, das Wort wird später nochmal fallen. Ich würde gerne deine Suche nach den Ursprüngen des Yogas tatsächlich auch mit deiner Geschichte beginnen. Also die beginnt mit deinem eigenen Yoga-Weg im Februar 1999, also vor über 21 Jahren. In Goa, dem kleinsten indischen Bundesstaat, als du dich auf die Suche machst nach einem Yogalehrer. Erzähl mal. Ja, Goa war zu dieser Zeit noch relativ ungezähmt. Das heißt, man hat da alles Mögliche versucht zu finden. Und ich hatte meinen ersten Job damals an den Nagel gehängt und hatte irgendwie den Plan gefasst, einen Winter, also eine ganze Saison von Dezember bis März in Goa zu verbringen. Und irgendwann, das war halt auch damals noch so diese Rave-Zeit und Fullmoon-Party-Zeit. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, jetzt mach mal was Anständiges, Junge. Und da dachte ich mir, ja, es gibt auch dieses indische Stretching, Yoga genannt. Das war halt vor 20 Jahren, da war Yoga überhaupt noch nicht so populär wie heute. Ich hatte selber davor ein paar Jahre lang Karate trainiert und ein paar Dehnübungen behalten. Und als ich dann in Indien meine Karateübungen am Strand machte, habe ich mir gedacht, ja, es könnte möglicherweise auch eine einheimische Alternative dazu geben. Deine erste Stunde war eine Ashtanga-Stunde, eine Methode, die durch Patabi Choice bekannt geworden ist, der sich wiederum auf seinen Lehrer Krishnamacharya beruft, welcher sich wiederum auf seinen Lehrer Ramohan Brahmachari, einen Asketen, beruft, der in einer Höhle im Himalaya lebte. Dieser wiederum beruft sich auf die Yoga Kurunta, ein uraltes Manuskript, so weit, so lückenlos. Warum wollen wir alle an diese Geschichte glauben? Warum wolltest du, als du da am Strand nach Yoga gesucht hast, warum war dir das wichtig, dass dieser Stammbaum stimmt? Naja, ich habe mich am Anfang gar nicht so sehr für den Stammbaum interessiert. Ich muss dazu sagen, dass ich aus einem Umfeld komme, das sehr lange diese fernöstlichen Lehren sehr kritisch gesehen hat, weil eben in den 70er Jahren halt viele Leute irgendwelchen Menschenfängern, Gurus und Sekten auf den Leim gegangen sind. Und es hat mich am Anfang eigentlich vor allem interessiert, dass Ashtanga rein körperlich war, weil ich so nicht Gefahr lief, von irgendjemandem indoktriniert zu werden. Aber es hat mich natürlich interessiert, was ich da mache. Und diese Geschichte, also dass es diese ungebrochene Tradition gibt, die auf die Yoga Kurunta verweist, angeblich ein Manuskript in der Bibliothek von Kalkutta, war das, das einfach Leuten damals erzählt wurde. Und das gab am Anfang gar nicht so sehr Grund, das in Frage zu stellen. Das ist ja eine bewährte Methode, einer Sache Glaubwürdigkeit zu verleihen, indem man ihren Ursprung möglichst weit zurücklegt. Also es muss einen Mythos geben, rankt sich um das Entstehen einer Tradition, einer Philosophie. Es gibt Belege und du hast auch welche gefunden. Also wir machen mal einen kleinen Sprung zu Alexander dem Großen. Der ist im vorderindischen Punjab auf sogenannte Gymnosophisten gestoßen. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Ich
Ich bin darauf gekommen, weil ich für ein Schweizer Magazin eben einen etwas längeren Text über die Geschichte des Yogas geschrieben habe. Und da wurden auch auf einige Bücher verwiesen, die jetzt in den letzten Jahren erschienen ist. Und eins davon war eben von Alistair Shearer, die Geschichte des Yoga. Und der erwähnte eben kurz, dass in der Tat Alexander der Große nackten Weisen begegnete. Und er hat diese Geschichte nur kurz gestreift. Ich bin allerdings selber, ich hatte 5 Jahre lang Altgriechisch in der Schule gehabt. Und das hatte irgendwelche Erinnerungen berührt. Und ich bilde mir sogar ein, dass wir diese Geschichte, die von dem Historiker Strabon erzählt worden ist, möglicherweise sogar im Schulunterricht mal übersetzt haben. De facto, was passiert? Alexander der Große hört von nackten Weisen, Gymnosophisten, das ist das griechische Wort dafür, und schickt einen Philosophen los, Onesikritos, um den ein wenig auf den Zahn zu fühlen. Und dieser Onesikritos trifft außerhalb der Stadt Taxila, das befindet sich im heutigen Pakistan, wahrscheinlich ein halbes Dutzend Menschen, die halt alle diese seltsamen Positionen einnehmen, wie wir sie von den heutigen Sadhus, den heiligen Männern Indiens, gewohnt sind. Also der eine steht halt auf einem Bein, der andere liegt wie ein Stock am Boden und der dritte reckt halt den Arm in die Luft. Und das machen die auch heute noch für Jahre. Und das war was sehr Zauberhaftes, wenn man plötzlich so diese Sadhus sozusagen aus dem Rückspiegel der Geschichte einem entgegentreten. Und sieht. Noch dazu nackt, denn auch ich hatte Altgriechisch und ich weiß, dass Gymnos wörtlich übersetzt tatsächlich nackt heißt und sogar wehrlos. Also wenn das Adidas wüsste. Aber wir müssen weitermachen. Dieses Wort Yoga, hast du recherchiert, findet sich dann weder bei Herodot noch Strabon noch sonst wo in der griechischen Geschichtsschreibung. Wir finden es tatsächlich zuerst in den Veden, religiösen Texten aus dem Hinduismus, die aus dem 2. Jahrtausend vor Christus stammen. Kein Mensch liest das. Unsere Definition Yoga Chitta Vritti Nirodha von Patanjali, die hat sich durchgesetzt. Willst du mal übersetzen? Ja, ich kann kein Sanskrit, daher kann ich nur das wiedergeben, was andere Leute sagen. Karl, ich bin total enttäuscht. Yoga, ja, ich weiß es. Ja, es ist halt so, viele Leute reden über Yoga, auch ich, ohne halt Sanskrit und diesen Hintergrund zu kennen. Und das ist eine Sache, finde ich, da muss man schon ehrlich ein bisschen vorsichtig sein und auch ehrlich sein. Yoga, wurde mir gesagt, das übersetzt sich so, Yoga ist der Zustand, in dem die Unruhen des Geistes zum Erliegen gekommen sind. Mhm. Und gleichzeitig bedeutet das Wort etymologisch, was ja auch ja allgemein bekannt ist, so viel wie anjochen oder andocken, das Anscherren eines Streitwagens. Das deutsche Wort, das heißt, Joch steckt da drin. Genau. Und auf Englisch heißt es to yoke. Das heißt, das hat halt dieselbe Wurzeln. Und jetzt fragt man sich, was haben die Unruhen des Geistes mit dem Anjochen und dem Verbinden zu tun? Und da ist eigentlich, da muss man halt ein bisschen tiefer in die Geschichte des Yoga einsteigen. Der Gedanke ist, dass sich der menschliche Geist, wenn er zur Ruhe gekommen ist, mit dem Überpersönlichen verbindet. Also der große Gedanke hinter Patanjali ist Atman gleich Brahman, also das individuelle Selbst ist gleich dem, oder das transzendentale Ich verschmilzt mit dem transzendentalen Über-Ich. Und daher kann man den Begriff Verbindung auch für den Zustand verwenden, in dem die Unruhen des Geistes zum Erliegen gekommen sind. Warum glaubst du, ist Patanjalis Aussage über unser Bewusstsein so bahnbrechend, dass wir bis heute unsere Hoffnungen draufsetzen? Naja, Patanjali ist lange in Vergessenheit geraten. Der hat gelebt so ungefähr zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 2. und dem 4. Jahrhundert nach Christus. Das ist ungefähr so die Zeit, wo er angesiedelt worden ist. Und war wohl anscheinend, habe ich gelesen, in seiner Zeit wurde das Yoga Sutra viel gelesen, viel beachtet, geriet dann aber in Vergessenheit, eigentlich ab dem Mittelalter, und wurde eigentlich erst im 19. Jahrhundert wieder ausgegraben, als einige indische Swamis anfingen, sich wieder auf Patanjali zu berufen. Das heißt, die Tatsache, dass Patanjali so wichtig für die Yoga-Praxis ist, ist eigentlich eine relativ neue Erfindung, die vor allem, habe ich gelesen, auf Vivekananda zurückgeht. Auf den kommen wir gleich noch. Mir ist Patanjali, über den wir ja leider wirklich überhaupt nichts wissen, wahnsinnig sympathisch. Und zwar einfach deshalb, weil sich natürlich 1000 Anekdoten um ihn
ranken, die nur belegen, dass man nichts über ihn weiß. Und mir ist er deshalb sympathisch, weil er angeblich hinter einem Vorhang sitzt, also so eine übliche Inszenierung für Weise und kann nicht gesehen werden, sondern nur gehört. Das ist mir, das finde ich herrlich. Das, so würde ich auch gerne eigentlich mit der Welt kommunizieren. Ja, was sehr interessant ist, so über Patanjali ist nichts bekannt. Was aber sehr interessant ist, wenn man sich einfach mal so ein bisschen die geschichtliche Landkarte des Punjab und Nordindiens anguckt. Alexander der Große ist irgendwann, ich glaube, es war alles im 4. Jahrhundert vor Christus, nach Indien gekommen, ist dann auch gestorben, aber diese Nachfolgereiche, die Diadochenreiche, sind weiter bestanden. Das heißt, es gab auch im Punjab, war jetzt nicht so, dass jetzt der griechische oder der hellenistische Einfluss mit Alexander dem Großen verschwand, sondern es gab eine ganze Reihe von Mischkönigreichen, das Greko-Baktrische Königreich, das Indo-Baktrische Königreich, das Königreich von Kushan, was angeblich von Reiterstämmen aus China gegründet worden ist, die den Buddhismus mit sich gebracht haben. Das heißt, wir haben genau zu der Zeit, in der Patanjali gelebt haben soll, und in der das Yoga-Sutra verfasst werden sollte, haben wir im Norden Indiens, dort wo Alexander der Große hingekommen ist, einen Schmelztiegel an Religionen und Kulturen gehabt. Und man kann spekulieren, dass möglicherweise sich da auch verschiedene Kulturkreise gegenseitig beeinflusst haben. Alexander der Große war ja auch Schüler von Aristoteles, der ja alle genervt hat mit seiner Typologie und Körper untersucht hat, Tiere seziert, soweit ich weiß, sich über Biologie den Kopf zerbrochen hat. Darüber weiß man tatsächlich wahnsinnig wenig. Aber wir haben jetzt keine Zeit, wir müssen weitermachen mit der Hatha Yoga Pradipika. Denn Körperhaltungen, ihr Yogis zu Hause und Yoga-Lehrer, ihr wisst das, die Körperhaltungen, die finden sich eigentlich erst im 14., 15. Jahrhundert in der Hatha Yoga Pradipika. Ich würde sagen, das ist heute modern, würden wir das Sexratgeber nennen, ja, also ein Ratgeber darüber, wie bestimmte Regionen stimuliert werden können durch Sitzhaltungen. Die Rezeption der Hatha Yoga Pradipika, die diesen Teil ausspart, die verrät ja wieder etwas über unseren europäischen sehnsüchtigen Blick, oder? Das ist richtig. Ich meine, weil die Hatha Yoga Pradipika oder halt viele von diesen Hatha Yoga Schriften und tantrischen Texten eigentlich nur sehr stark zensiert im Westen bekannt gemacht worden sind. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die Hatha Yoga Pradipika in der Tradition von Patanjali steht und gar nicht zu Tantra gehört. Also ich habe das wirklich falsch gelernt, muss man sagen. Zu den Yogis in dieser Zeit, dass das auch aschebeschmierte Herumtreiber waren, Söldner, Gauner, die mit ihren übermenschlichen Talenten geprahlt haben. Das passt auch irgendwie nicht in unser Bild. Warum nicht? Naja, man muss sich halt die Sadhus angucken. Und die sind ja teilweise auch ziemlich hart drauf, habe ich gehört. Auch nicht ungefährlich, die Leute, die sich auf der Kunkmela versammeln. Ich meine, wie kam das? Also so wie sich mir das darstellt, gab es so eine Art Zweiteilung. Es gab auf der einen Seite Leute, die sich halt sehr stark damit beschäftigt haben, die Unruhen des Geistes zum Erliegen zu bringen, das dann am Ende zu einer klassischen Advaita Vedanta Meditationstechnik führt. Und die anderen wollten halt eher diese übernatürlichen Fähigkeiten trainieren, kultivieren, von denen eben Patanjali in den Yoga-Sutren geschrieben hat, die übrigens mich sehr stark an schamanische Reisen erinnern, was auch übrigens eine ganz interessante, ein ganz interessantes Detail ist. Und diese Leute, die dann ihre körperlichen Künste trainieren wollten, das ist klar, die wurden dann ein bisschen haben sich dann so ein bisschen als indische James Bonds verstanden, die halt alles Mögliche mit ihren Feinden durch diese yogischen Techniken anstellen konnten. Da war also nichts mit Patanjali, da war nichts mit Yamas und Niyamas. Da ging es einfach wirklich nur darum, sich ganz bestimmte Fähigkeiten anzueignen und die wie ein Kung-Fu-Krieger einzusetzen oder wie ein Karate-Schüler. Klar, wer sich für unsterblich hält, ist natürlich auch in der Schlacht, wird der unter Umständen auch gut bezahlt. Die indischen Bettelmönche, ja, von den britischen Kolonialherren, als Beleg der Rückständigkeit des Kontinents betrachtet und damit eigentlich auch Beleg ihrer Kolonialpolitik.
diese Bettelmönche schädigen das Image von Yoga. Und dann taucht auf einmal 1893 bei der Weltausstellung in Chicago ein bengalischer Religionsgelehrter auf und sorgt für Wirbel. Was hat der gemacht? Vivekananda, der tauchte auf und sagte, dass man einen Blick auf die Weisheiten des alten Indiens werfen sollte und dass diese Weisheiten des alten Indiens den Westen aus seiner spirituellen Enge oder aus seiner spirituellen Armut befreien könnten und dass man auch einen Blick unter anderem auf Patanjali werfen sollte. Das war also der Versuch, den Vivekananda und eigentlich eine ganze Bewegung gemacht haben, dass sie ihre einheimischen Traditionen, die als schmutzig und als rückständig galten, sozusagen für das viktorianische Zeitalter anhübschen wollten. Und so hat man eben Patanjali aus der Mottenkiste geholt, denn gerade die Yamas und die Niyamas, also die Geboten gegenüber anderen und sich selber, führen dazu, dass der Yogi, wie Jibbo Krishnamurti später mal gesagt hat, in den 50er Jahren in der Lage ist, Zitat, ein Leben zu führen, das höchsten moralischen Ansprüchen genügt. Zitat Ende. Oh, Mann, oh Mann. Also Yoga bekommt eigentlich angestoßen auf dieser Weltausstellung auf einmal eine Funktion, eine sinnvolle Funktion im Westen, dann sagen wir zwei, also einmal uns spirituell verwaisten Westlern Halt zu spenden und außerdem einem neuen wissenschaftlichen Verständnis von Körper und Gesundheit auch ein Angebot zu machen. Wir springen jetzt ein Jahrhundert weiter, du bekommst Post von einer Freundin, die dir ein Gymnastikposter schickt. Was ist da drauf? Ja, genau, richtig. Das ist ein Mann in einem Turnertrikot, der Übungen macht, die mich auf eine verblüffende Weise an die Positionen, an die Asanas erinnern, die ich am Morgen in meinem Studio übe. Nur dieses Poster, sofern es keine Fälschung ist, das muss man halt auch sagen, wir leben hier im Zeitalter von Fake News, dieses Poster, solange es keine Fälschung ist, trägt den Titel Exercice d'assouplissement, also es ist ein französisches Poster und es beschreibt, Zitat, geschmeidig machende Arbeiten, Zitat Ende. Von wann hast du gesagt, ist das Poster oder soll es sein? Ich vermute aus dem 19. Jahrhundert oder aus der Belle Époque. Irgendwo wahrscheinlich zwischen 1890 und 1920, würde ich sagen. Und was ist deine Vermutung? Woher kommen diese Gymnastikübungen? Das ist die große Frage. Da habe ich mich auch das gefragt. Ich glaube, einfach um das jetzt ein bisschen aufzurollen, wir haben ja von indischen Gelehrten gesprochen, von Asanas, von Gesundheit. Ich glaube, man kann sich dieser Sache am besten nähern, wenn man sich vor Augen führt, dass im 19. Jahrhundert Sport eine immer größer werdende Aufmerksamkeit bekommen hat, Leibeserziehung. Was sehr stark damit zu tun hat, dass halt die Methoden der Wissenschaft, Fortschritte in der Ernährung, Fortschritte in der Medizin, Fortschritte in der Landwirtschaft, Fortschritte im Transportwesen, Fortschritte in allem. Dass die Leute aus vom Land in die Stadt ziehen, nicht mehr so viel arbeiten und Sport machen müssen. Ja, naja, die Leute haben vor allem einfach mehr Möglichkeiten bekommen oder Regierungen haben einfach größere Möglichkeiten bekommen, das Leben ihrer Untertanen durch bestimmte Strategien zu gestalten. Das klingt jetzt ein bisschen intellektueller, aber ich finde das ganz schön, da diesen Vergleich zu ziehen. Michel Foucault, dieser berühmte französische Philosoph, hat dafür den Ausdruck Biopolitik entworfen, das heißt Strategien, die sozusagen das Leben der Bevölkerung umsorgen, weil man gemerkt hat, dass es eine Verbindung zwischen der Gesundheit der Bevölkerung und der Macht, auch der militärischen Macht eines Staates besteht. Hat er nicht auch dieses, das passt ja eigentlich perfekt und Foucault ist ja tot, der kann sich auch nicht mehr wehren. Wir können das auch einfach hier überschreiben mit einem Titel. Ich glaube, hat er nicht auch diesen Titel gehabt, Körper und Wahrheit oder so? Foucault? Sexualität und Wahrheit. Okay, das sprengt auch den Rahmen. Du hast von Strategien gesprochen. Genau, richtig. Und so gab es auf der einen Seite halt Tontraditionen. Es gibt europäische Gymnastiktraditionen, die teilweise schon im 18. Jahrhundert anfangen, aber auch noch weiter zurücklaufen. Ganz zentral ist ein Schwede namens Ling, der
der, ich glaube, wirklich zur Zeit der napoleonischen Kriege durch Deutschland gewandert ist, dann mit deutschen Turntraditionen, Turnvater Jahn und Gutsmuth in Berührung gekommen ist und darauf so ein ganz bestimmtes gymnastisches System entwickelt hat. Und diese unterschiedlichen gymnastischen Systeme, ganz gleich, ob sie nun Asanas genannt werden, Exercices d'Assouplissement oder geschmeidig machende Arbeiten, wurden halt irgendwie alle im 19. und 20. Jahrhundert alle weiterentwickelt und die haben sich alle gegenseitig beeinflusst. Der Brite, wie spricht man den aus? Jürgen Sandow, Eugen Sandow? Ich nenne ihn immer Eugen Sandow, weil es ein Preuße ist. Ich meine, das ist eines der komischen Geschichten. Also wir haben folgende Situation. Im 19. Jahrhundert wird Indien von den Engländern unterworfen und zur Kolonie gemacht. Ich glaube, 1853 scheitert der große Aufstand kläglich. Die Inder hadern natürlich damit. Es ist unglaublich kränkend auch für einen Nationalstolz, wenn das eigene Land kolonialisiert wird. Ende des 19. Jahrhunderts reist dieser Eugen Sandow, der wurde als Friedrich Wilhelm Müller in Königsberg geboren, wurde dann britisches Staatssubjekt und wurde Begründer des modernen Bodybuildings, der eben auf diesen ganzen Traditionen, so schwedische Gymnastik, deutsche Gymnastik, Turnvater Jahn aufsetzte und daraus Bodybuilding-Techniken entwickelt hat, die er dann auf Welttourneen zur Schau stellte. Wir müssen uns doch vorstellen, es ist jetzt die beginnende Globalisierung. Es gibt auf einmal Schiffe, die Distanz, Raum und Zeit schrumpfen zusammen. Und gleichzeitig können auch über Drucktechniken Bilder von Yoga-Posen zum Beispiel vervielfältigt werden. Das heißt, dieser Eugen Sandow reist nach Indien, weil er britische Staatsbürger ist und stellt auf einer Welttournee einfach nur seine Muskeln zur Schau. Und das hat angeblich in Indien, liest man, zu einem wahren Fitnessboom geführt, weil die Leute einfach sozusagen ihren kolonialen Opferkörper, heißt die Theorie, die vor allem ein Engländer, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen werden, namens Mark Singleton entwickelt hat, in einen Siegerkörper zu verwandeln. Das heißt, auf einmal fängt Indien an zu turnen. Stichwort Siegerkörper, was siehst du, wenn du den Film, wir sind jetzt wieder in Berlin, Olympia von Leni Riefenstahl siehst? Der Film hat zwei Teile und im zweiten Teil direkt am Anfang sieht man die olympische Disziplin Bodenturnen. Und ich habe mir das angeguckt und mir fiel der Kiefer runter, weil das eigentlich ungefähr ein Dutzend Asanas sind, die in Yoga-Studios gemacht werden. Das heißt, das, was wir heute in Yoga-Studios praktizieren, wurde bereits 1936 auf der Olympiade als Bodenturnen den Leuten vorgeführt. Warum bist du dir da so sicher, dass es so rumging und nicht andersrum? Also ich meine, Sandow kann ja auch, oder genau der andere, den du erwähnst, der Däne Niels Buk aus Ollerup, der Erfinder der primitiven Gymnastik, die können sich ja auch bei Krishnamacharya einfach was abgeguckt haben. Mhm. Richtig. Also das ist auch ein Gedanke, den man haben kann. So diese These, die ich jetzt gerade entwickle, die wurde, und ich möchte das ja gerne zitieren, von einem Engländer entwickelt worden, Mark Singleton, der 2010 ein Buch The Yoga Body geschrieben hat, wo es um die Ursprünge unserer modernen Asana-Praxis geht. Und ich zitiere dieses Buch namentlich, weil ich finde, dass eigentlich jeder, der sich für Yoga interessiert und das unterrichtet, sich mit dieser sehr akribischen Forschungsarbeit auseinandersetzt. Muss. Und er sagt im Wesentlichen, dass es halt überhaupt keine Beweise gibt, keine Miniaturen, keine Zeichnungen, keine Beschreibungen in der indischen Literatur vor dem 20. Jahrhundert, wenn man von der Hatha Yoga Pradipika absieht, die diese Asanas abbilden, die wir heute in den Yoga-Studios üben. Das heißt, man findet einfach die frühesten Belege für Asanas findet man in der meisten unserer heutigen Asanas findet man in europäischen Tontraditionen und erst später gibt es in Indien hergestellte Dokumente, Bücher, Anweisungen, die diese Bilder verwenden. Du erzählst deine eigene Recherche und Forschungsarbeit auch als Geschichte einer enttäuschten Liebe und auch natürlich eine Geschichte der Aufklärung. Warum nimmst du das Krishnamacharya fast schon persönlich übel? Zur Erinnerung, Krishnamacharya war am Fürstenhof in Mysore angestellt, um die Leute dort in Form zu bringen
und hat alle die Asanas, heißt das, entwickelt, die dann weiter Patabi Joyce populär gemacht hat, die Asanas, die du heute früh geübt hast. Warum nimmst du das Krishnamacharya persönlich übel, dass er unter Umständen Techniken der britischen Kolonialherren eingebaut hat und sie ihnen dann als uralte Tradition verkauft hat? Ja, ich bin halt als Yogi, der dem beigebracht wurde, sich auf Patanjali zu berufen, sind mir halt diese Verhaltensregeln im Kopf geblieben, unter anderem Satya, Wahrhaftigkeit. Und wenn man jetzt sozusagen de facto oder möglicherweise das Fitnessprogramm der englischen Armee übernimmt und das dann einfach weniger Krishnamacharya, sondern später Patabi Joyce und Iyengar, der eigentlich der bekannteste Schüler von Krishnamacharya ist, wenn die das dann den Leuten sozusagen als eine 5000 Jahre alte indische Tradition verkaufen, wenn es de facto nur zum Teil schwedische oder skandinavische oder dänische Gymnastik ist, da habe ich schon schlucken müssen. Und warum? Ich glaube, dass ich natürlich, als ich damals in den 90er Jahren nach Asien gereist bin, hatte ich halt auch so ein ganz bestimmtes Bild von dem Orient vor Augen. Das war der Orient, wie Edward Said in seinem Buch über den Orientalismus geschrieben hat, ein Orient, der sich einfach von uns, dem Westen, radikal zu unterscheiden hatte. Und so gehörte ich, wie wahrscheinlich Hunderttausende von westlichen Leuten, die halt in den Osten gingen, um da etwas anderes zu erleben. Und wenn man plötzlich merkt, dass da eigentlich nur dieselben Turnübungen unterrichtet wurden, die meine Großmutter in den 30er Jahren in Berlin praktiziert hat, da habe ich geschluckt. Ich bin allerdings Krishnamacharya nicht mehr böse. Und ich kann das auch erklären. Ja. Ja, und zwar, es gibt ja mehrere Gründe. Der Turnlehrer, des Maharajas von Mysore, der Palastjugend, der die einfach fit machen sollte. Und der hat einfach genommen, was funktioniert, und hat womöglich, belegt Mark Singleton sehr gut, in so einer Art Bastelei einfach aus unterschiedlichen Systemen halt so was Gymnastisches zusammengesetzt. Der muss das natürlich seinem Chef aber verkaufen. Und dann ist es immer einfacher zu sagen, das Ganze ist eine indische Tradition, weil er musste die Brahmanen zufriedenstellen, er musste seinen Chef zufriedenstellen. Ist auch eine Mentalitätssache. Ich habe mich mal, als ich bei John Scott 2 Wochen lang Yoga-Ferien gemacht habe, mich mit einem Koreaner darüber unterhalten. Und er meinte, es ist einfach eine asiatische Tradition. Wenn man etwas entwickelt, dass man nicht sagt, ich mache das, sondern dass man auf jemand anderen verweist, weil es als eine Geste der Bescheidenheit gilt. Und gleichzeitig stellt man auch seine eigene Entwicklung in einen ganz bestimmten Kontext, der dann dadurch wirken kann. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich turne, aber ich beziehe das Ganze auf Patanjali, dann kann dieser gesamte philosophische Überbau durch diese Asanas einfach hindurchwirken. Und daher ist das keine Schummelei. Der hat auch, der hat damals ein paar Inder unterrichtet. Dieser Yoga-Boom, wo ja Yoga als die indische Tradition verkauft wurde, startete ja erst wahrscheinlich in den 1980er Jahren oder 70er Jahren. Und da müsste man wahrscheinlich so den Patabi Joyce und Iyengars dieser Welt schon sagen, hört mal zu, Marketing, das bekommt ihr hin. Krishnamacharya, glaube ich, der hat einfach das genommen, was funktioniert, aber seine Schüler haben es eben dann an die Europäer verkauft, weil die einfach was Besonderes haben wollten. Wenn Yoga in der Auseinandersetzung entstanden ist, so wie wir das jetzt hier gerade entwickeln, wenn es sich also einem dynamischen Entstehungsprozess verdankt, der tatsächlich schon ganz früh angefangen hat, ist dann überhaupt die These von Yoga als Objekt kultureller Aneignung noch interessant? Denn darüber wird ja gerade sehr viel geredet. Ja, ich hab grundsätzlich mit dem Begriff der kulturellen Aneignung grundsätzlich meine Schwierigkeiten, weil ich der Überzeugung bin, dass sich Kulturen immer gegenseitig beeinflusst haben. Und es gab immer so einen wechselseitigen Prozess. Zum Beispiel, ich habe mal gehört, dass in Amerika wurde weißen Frauen vorgeworfen, dass wenn sie Dreadlocks haben, dass sie dadurch die Kultur der Schwarzen sich aneignen. Aber de facto haben die indischen Sadhus bereits Dreadlocks gehabt, bevor es als die Vereinigten Staaten noch gar nicht gegründet worden sind. Das heißt, dieser
diese ganze Aneignungs, diese Aneignungsdebatte erschließt sich mir nur bedingt. Sag mir zum Schluss, hast du aus dieser Recherche, du hast Satya Wahrhaftigkeit bereits erwähnt, hast du aus dieser Recherche irgendwas noch für deine Praxis gewonnen? Übst du weniger respektlos, frecher oder im Gegenteil? Ich habe, das hat meine Praxis nicht verändert. Ich hatte so eine dreiwöchige Krise, als ich plötzlich gemerkt habe, dass eben gerade der Einfluss des Dänen Niels Buch auf die moderne Asana-Praxis wahrscheinlich relativ groß ist, und der war ein Nazi. Und so habe ich mir in der Tat die Frage gestellt, in wessen Tradition praktiziere ich. Aber ich glaube, dass man einfach das Ganze auf den Kopf stellen muss. Wir haben sehr lange unter dem Gedanken gelebt, der sehr eurozentrisch ist, dass wir in den Osten aufbrechen und dort die Weisheiten des alten Orients entdecken. Aber de facto war es umgekehrt. In der Kolonialzeit ist Indien in den Westen aufgebrochen, hat westliche Gymnastiksysteme entdeckt und für sich selber verwendet. Und das heißt weniger, wir haben den Orient entdeckt, sondern der Orient hat den Westen entdeckt. Und wenn hier ein Prozess der kulturellen Aneignung stattgefunden hat, ist, dass die Inder sich westlicher Systeme bedient haben und nicht umgekehrt. In diesem Sinne üben wir weiter, im Sinne von großer Aufklärung, von Spaß, Sexualität und Wahrheit. Schönes Wochenende, Karl. Bis bald. Dankeschön. Dankeschön, dass ich dabei sein konnte. Wenn du wie Karl Ashtanga-Yoga üben willst, übe doch mit Ronald Steiner die komplette zweite Serie oder vielleicht fürs Erste die Ashtanga-Sonnengrüße. Komm zu yogaeasy.com/podcastgutschein und probier uns kostenlos aus. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support@yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.